Hallo mal wieder vom Wasser. Wir sind heute unterwegs und filmen ein neues Video für euch ab. Ein bisschen anders als eigentlich geplant. Wir wollten heute eigentlich eine ganz nette Challenge für mich machen. Allerdings haben wir jetzt Sturm gemeldet ab heute Mittag. Deshalb haben wir jetzt unseren Plan ein bisschen umgeschmissen. Daher sind wir jetzt hier am kleinen See. Da werden wir auf Karpfen fischen. Und zwar mit zwei verschiedenen Methoden. Einmal mit dem Method Feeder, da werden wir auf der anderen Uferseite, das sind so knappe 40 Meter, direkt vom Ufer fischen. Und zum anderen so mittig vom See mit der Bomb angeln, das heißt einfach nur mit dem Blei, wo dann später lose Pellets oben drauf geschossen werden. Das zeige ich euch dann später natürlich noch im Detail. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich zeige euch mal kurz, wie ich meine beiden Montagen gemacht habe und dann geht's zum Angeln. So, fangen wir an mit der Bombmontage, das heißt mit der Montage, wo wir ganz normal mit dem Blei angeln. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich fische sie eigentlich immer einfach an einem Wirbel, der auf der Hauptschnur läuft. Das heißt, ich habe jetzt hier einen 14er Wirbel aufgefädelt auf die Hauptschnur. Dann kommen zwei Stopper. Die Stopper stoppen einfach das Blei nach unten hin, dass es eben nicht bis zum Haken durchläuft. Hab dann in meiner Hauptschnur einen Knoten gemacht, wo quasi der Stopper dann anliegt und so 10 bis 15 cm weiter unten habe ich einen ganz kleinen Knoten in die Hauptschnur gemacht und da schlaufen wir dann unser Vorfach an. Das ist für mich, sag ich mal, ohne dass irgendein Gewicht da angebracht ist, das heißt, es ist auch sehr unauffällig, der Fisch merkt es auch nicht vom Gewicht her beim Aufnehmen vom Köder, finde ich eigentlich recht einfach, recht wenig Verwicklung damit und deshalb halte ich es eigentlich auch so einfach. Vom Vorfach habe ich dann hier so ein 35 cm langes Vorfach mit, hier habe ich jetzt einen 14er MXC 6 Haken und ein Pelletband dran und an dem Pelletband habe ich jetzt hier ein Pellet befestigt, ein 6 mm Pellet, das ist dann eben auch schon mein Hakenköder und zum taktischen Angeln mit der Bombe ist es so, da werden dann quasi ganz normal 6 mm Pellets geschossen. Das heißt, ich habe hier eine Schleuder dabei, mit der schieße ich dann nach draußen auf meinen Platz die Pellets. Ich habe vorhin schon mal rausgeworfen, so ca. 20 Meter. Da habe ich jetzt meinen Schnurclip reingemacht und habe die Schnur markiert. Das heißt, einfach mit dem Schnurmarker ein kleines Stück markiert. Hat den Hintergrund, beim Angeln mit der Bomb kommen teilweise sehr, brutale Bisse, das heißt von 0 auf 100, die Rute ist auf einmal krumm. Der Fisch nimmt meistens erstmal Schnur. Deshalb, wenn ich weiß, das sind große Fische, mache ich sogar den Clip vorher raus. Wenn jetzt kein Biss kommt, dann klippe ich den eben, bevor ich reinhole, wieder ein. Und ansonsten, wenn ich einen Biss bekomme, werfe ich dann beim nächsten Mal vorher einmal aus und leihe dann die Schnur, kurbel die bis zu der Markierung auf meiner Rolle, sodass ich wieder auf meinem Futterplatz liege. Genau, das ist eigentlich so das zum Bombangeln. Wie oft wir dann schießen, wie viele Pellets, das würde ich dann einfach später beim Angeln mal zeigen. Das war dann soweit das erstmal zur Bombmontage. Rute noch dazu, da habe ich jetzt hier die Commercial Bomb Rute in 3 Meter. Eine kurze Rute finde ich immer gut, gerade wenn man jetzt keine großen Weiden zu werfen hat. Auch beim Keschern, der Fisch ist einfach näher an einem dran und ist leichter zu keschern. 3000er Horizon Rolle drauf und eine 0,22er Hauptschnur. Und habe hier jetzt ein 018er Vorfach dran. So, jetzt haben wir den ersten Biss, so wie es aussieht. Der ist jetzt recht sanft sogar. Ein kleinerer Fisch anscheinend. Das war jetzt ein eigentlich eher unüblicher Biss beim Bombangeln. Also normalerweise sind die Bisse deutlich brachialer. Deshalb jetzt auch nur kleine Karpfen. Wahrscheinlich liegt es auch daran. Ich denke, da kriegen wir heute auch noch mal einen brachialeren Biss drauf. Hat jetzt auch gar nicht lange gedauert durch das Geräusch, sag ich mal. Die ganze Zeit die Pellets am Rieseln. Das kriegen die Fische natürlich mit. Die hören das und sind neugierig und finden dann auch direkt ein paar Pellets. So haben wir jetzt hier ein kleines Käppchen, ne, zum Start. Ich denke, da kriegen wir auch noch einen größeren heute. Aber immerhin mal einen Anfang. So, kommen wir jetzt zur Method Feeder Montage. Da
habe ich mich entschlossen, heute mit dem Inline-System zu angeln. Es gibt ja auch die Möglichkeit, mit dem Elasticated Stem zu angeln. Das sind dann quasi diese Stäbe, die hier ein Gummi innen drin haben. Finde ich jetzt gerade für größere Fische gut. Jetzt heute ist ein Gemisch von kleinen bis mittleren und großen Fischen. Da mache ich jetzt nämlich gerne mal das Inline-System. Da haben mich auch immer mal wieder welche gefragt, wie das richtig montiert wird. Das kommt so aus der Packung. Das heißt, da ist so ein Stab zwischendrin und der Korb. Und da zeigen wir jetzt einfach mal im Detail, wie das montiert wird. Als erstes ist hier oben quasi eine Kappe. Da ist das Loch ist recht eng. Ist eigentlich ganz gut, dass der Korb nicht ganz so frei rutscht. Da hat man noch ein bisschen Widerstand drin beim Biss. Also hilft auch manchmal, den Biss besser zu verwerten. Wenn man jetzt mit dicker Schnur angelt, kann sein, dass man das einmal ein bisschen aufstechen muss. Dann nimmt man gerade eine Ködernadel oder eine Boilie-Nadel und sticht da einmal kurz rein, dass es das ein bisschen größer ist. Mit meiner 0,22er ist das normalerweise kein Problem. Wenn die Schnur einigermaßen gerade abgeschnitten ist, da wird jetzt erstmal quasi dieses Hütchen aufgefädelt auf die Hauptschnur. So, dann kommt dieser Stab. Und am Ende vom Stab ist hier so eine kleine Perle drin, das ist so eine Quick Change Bead, wird die genannt. Da wird dann später das Vorfach eingehängt. Die wird einfach rausgezogen, also die steckt so lose drin, ein bisschen eine Presspassung, kann man rausziehen. Dann als nächstes wird quasi dieser komplette Stab einmal auf die Hauptschnur gefädelt. Das heißt, einmal die Schnur einfach nur durch den Stab, die kommt unten wieder raus. Jetzt ist quasi das Körbchen schon mal auf der Hauptschnur. Und jetzt muss das eben nach unten hin noch gestoppt werden und irgendwo eine Möglichkeit geben, das Vorfach zu befestigen. Diese Perle muss man ein bisschen aufpassen, die ist zweigeteilt. Da zieht man jetzt, vorne ist quasi ein bisschen härteres Stück drin, das muss man einmal rausziehen. Und dann hat man diese zwei Teile hier. Da muss als erstes wieder dieses weiche Gummiteil auf die Schnur gefädelt werden. Darauf achten, dass das dünnere Ende, dieser dünnere Spieß, nach oben Richtung Korb zeigt. Das heißt, auch das wird quasi als erstes aufgefädelt. Und jetzt kommt das Ende von dieser, von diesem Bead. Da wird dann später das Vorfach eingehängt. Hat quasi so einen kleinen Haken, da wird das Vorfach eingehängt und dann die Perle drüber geschoben, sodass das Vorfach gesichert ist. In dieser Perle ist am oberen Ende ein Loch quer gebohrt. Und durch diese Bohrung müssen wir mit unserem Vorfach durch. Muss ich gerade mal ein bisschen näher hin. Auch hier ist es immer wichtig, die Schnur eigentlich nicht abzubeißen, sondern ordentlich abzuschneiden. So, schneide jetzt hier einmal die Schnur schräg ab und dann komme ich auch problemlos hier oben durch das Loch durch. Was ich gerne mache, ich zwiebel das dann hier so ein bisschen und mache darin dann eine Schlaufe, wo dann die Perle quasi unten durchgeht. Und jetzt habe ich hier quasi so ein gezwirbeltes Stück Schnur, wo diese Perle drin ist. Schneide das Ende wieder ab und ziehe jetzt das alles zusammen. Das heißt, jetzt habe ich hier quasi das fix und fertig montiert. Also einfach nur einmal durchfädeln und die untere Perle festknoten. Hier wird jetzt quasi dann später mein Vorfach eingehängt, das zeige ich jetzt gleich. Und dann sind wir eigentlich schon bereit zum Angeln. Was jetzt hier dann schön ist, dass eben quasi das ausgewechselt werden kann, das Körbchen. Das heißt, man muss einfach nur diese Gummiperle nach oben ziehen, kann den Korb rausnehmen, der ist geschlitzt. Ich kann den Korb quasi rausnehmen und könnte jetzt, ich zeige es jetzt mal an einem Beispiel einfach, könnte jetzt einen anderen Korb nehmen, den einfach hier einfädeln, draufziehen, wieder schauen, da ist hinten ist eine Nut, die muss quasi in diesen Schlitz und die Kappe wieder oben drauf und so kann man eben ganz schnell auch während dem Angeln kleine Körbe, große Körbe tauschen. Man kann den Maggot Feeder drauf machen von uns, man kann so einen offenen Korb, man kann einen für Method Feeder drauf machen, quasi für die Formen zum Pressen, also ist eigentlich ein sehr variables und flexibles System, ich finde es sehr gut und genau, auch mit diesem Bead unten kann ruckzuck das Vorfach gewechselt werden, ich kann mit einem kleinen Haken auf einen großen Haken,
Ich kann jetzt einen wechseln mit Pelletband auf Boilypin. Also da hat man sehr viele Möglichkeiten, schnell zu wechseln und ist sehr flexibel mit einer und derselben Montage. So, ich mache jetzt mal kurz noch meinen Clip rein. Die Bombe habe ich schon eingeklippt, so Mitte des Sees, 20 Meter ungefähr. Jetzt habe ich mir hier am anderen Ufer drüben so einen Busch ausgesucht. Da werfen wir jetzt direkt an die Kante vom Busch. Ist ganz nah am Ufer dran. Ist eine natürliche Nahrungsquelle. Da sind immer mal wieder Insekten drauf, Raupen, andere Tiere, kleine Larven, die da runterfallen. Zusätzlich ist es natürlich Schutz für den Karpfen. Das heißt auch von oben, er hat immer ein bisschen Schatten. Gerade wenn jetzt vielleicht auch Reiher, Kormorane unterwegs sind, sind das einfach natürliche Standplätze und da fühlen sie sich wohl und fressen auch mit einer gewissen Zufriedenheit und ein bisschen mit weniger Angst. Und man bekommt oft auch bessere Bisse dann einfach an so Plätzen. Hab da jetzt den Platz ausgewählt und werde da jetzt drei Körbe füttern mit Futter und ein bisschen Pellets gemischt. Das zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Und werde den Platz erstmal ruhen lassen und dann fangen wir mit der Bombe an. Da zeige ich euch dann auch, was für einen Rhythmus wir die Pellets schießen, wie viele Pellets wir schießen und so weiter. Ich würde jetzt einfach mal anfangen, kurz zu füttern und dann gehen wir da ins Detail. So, jetzt kommen wir kurz zum Futter, wie ich gerade schon erwähnt habe. Da schauen wir jetzt einfach mal in meine Kiste rein. Da habe ich jetzt hier einmal Futter mitgebracht. Das ist HJG Drescher Classic und Green Betain, 50-50 gemischt. Fische ich eigentlich gerne so auf Method Feeder. Habe hier 2 mm Halibut Pellets. Das sind die zwei Köder, die ich für das Method Feeder verwenden werde. Und nebendran habt ihr ja gerade schon gesehen, die 6 mm Pellets für zum Bomb zum Schießen. Jetzt mache ich am Anfang eine Mischung, das heißt so ein bisschen Futter und ein bisschen Pellets. Einfach um erstmal so eine gewisse Lockwolke ins Wasser zu stellen natürlich. Gerade am Anfang bringt es erstmal schneller Fisch an den Platz. Und dann werden wir wahrscheinlich wechseln nur auf die kleinen Mikropellets, weil hier auch viele kleinere Fische drin sind. Das heißt auch Rotfedern und so weiter und so fort. Die wollen wir eigentlich gar nicht am Platz haben, dass wir die Karpfen selektieren können. Lassen wir dann das Futter weg und nehmen das nur am Anfang zum Locken. Oder wenn es dann mal schlechter wird, einfach nochmal zum Aktivieren. Das heißt, kann sein, dass ich da zwischendurch nochmal ein, zwei Körbe mit Futter dann angel. Ganz leicht reingedrückt, dass es beim Absinken schon rausrieselt und so ein bisschen die Fische an den Platz bringt. So, jetzt mache ich kurz die Mischung. Ich mache jetzt am Anfang zum Füttern eine Hand Futter, eine Hand Pellets. Das heißt, so eine 50-50 Mischung. Mischt es durch und fange jetzt an mit dem Füttern. Mache jetzt hier einfach den Korb einmal voll mit Futter. Erstmal leicht gedrückt, werde da jetzt mal kurz drei Körbe hinwerfen, kurz abwägen lassen, rausschütteln und dann fangen wir erst an mit dem Köder zu angeln, beziehungsweise wir fangen ja dann erstmal bei der Bombe an, lassen den Platz mal ein bisschen ruhen und probieren dann in ein paar Minuten, ob schon ein paar Fische da sind. So, jetzt haben wir unsere drei Körbe gefüttert, oder vier waren es jetzt sogar. Ich lasse jetzt den Platz mal ruhen und wir fangen jetzt an mit der Bombe. Habe jetzt die Rute gewechselt, wie gesagt, vorhin schon eingeklippt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier schon mal ein 6 mm Pellet ans Pelletband gemacht. Werf jetzt mal aus. Habe jetzt in den Clip geworfen, leg die Rute ab, mach den Clip raus. Muss jetzt nicht viel gespannt sein, lieber ein bisschen lockerer lassen, dann sieht man auch mal eine Leine und so. Jetzt nehme ich die Schleuder und nehme da pro Korb so 3 bis 4 Pellets und schieße sie dann so genau wie es geht auf den Platz. Also das ist eigentlich das Schwerste am Angeln mit der Bombe, dass man eben möglichst den Futterplatz klein hält. Das heißt, die Pellets so gut wie es geht schießt. Ist nicht ganz so einfach, weil man eben auch keinen Anhaltspunkt hat. Man kann am Anfang zum Beispiel, mache ich das manchmal so, mache ich kurz den Pelletwackler dran, mache dann, dass ich so eine gewisse Orientierung habe und fische dann aber ganz normal mit dem Blei. Nur, dass ich mal ungefähr weiß, bin ich richtig von der Distanz, die ich schieße, oder muss ich weiter oder näher. Nur so ein kleiner Anhaltspunkt.
haben wir hier wieder so einen kleinen Schlawiner, der mit Sicherheit auch noch groß wird. Kleiner Karpfen. Der muss noch wachsen. So, jetzt wurden wir ja gerade unterbrochen vom kleinen Karpfen. Genau, wie gesagt, beim Füttern soweit das Schwierigste ist, die Distanz immer hinzubekommen mit der Schleuder und auch den Platz möglichst klein zu halten. Deshalb immer auf der anderen Seite ein Ziel aussuchen. Ich habe jetzt hier so ein, da steht so ein Schilfbatzen gegenüber, auf die Richtung schieße ich jetzt die ganze Zeit. Noch ein Tipp, je nachdem, was ihr für eine Schleuder habt, würde ich schauen, dass ihr die Angeldistanz so wählt, dass ihr, sag ich mal, jetzt nicht irgendwo im Mittelbereich von der Schleuder, das heißt irgendwo, dass ich jetzt immer so ein Drittel vom Gummi ziehen muss, sondern ich mache es eigentlich immer so, dass ich den Eimer voll durchziehen kann. Schau dann, wie weit fliegen meine Pellets und nehme das so als Angeldistanz, weil es einfach leichter ist, dann immer dieselbe Weite zu treffen, als wenn ich jetzt wirklich jedes Mal genau irgendwo im Mittelbereich ziehen muss. Also es ist sehr viel Übungssache, geht natürlich auch. Aber dann muss man das schon regelmäßig machen, dass man das wirklich akkurat hinbekommt. Deshalb, ich finde es leichter, wenn man einfach immer komplett einmal durchzieht bis zum Ende. Dann ist da irgendwie so ein Mechanismus drin, immer vom gleichen Durchziehen. Und man hat einfach weniger Streuung auf dem Futterplatz. An sich ist es so, geht bei mir meistens am besten, dass man mit den gleichen Pellets am Haken fischt, wie man auch füttert. Manchmal, wenn es jetzt schlechter wird, dann kann man auch mal einen größeren Pellet verwenden oder mal einen farbigen Pellet oder mal ein Maiskorn, dass man einfach mal einen Kontrast hat. Irgendwann, wenn man jetzt eine lange Zeit geangelt hat, liegen da ja auch eine gewisse Anzahl an Pellets, die jetzt nicht vielleicht alle sofort aufgefressen worden sind. Und dann kann man da eben nochmal einen farblichen Akzent setzen, um das Ganze eben ein bisschen vorzuheben, den Hakenköder. Vom Rhythmus her fange ich eigentlich immer so an. Am Anfang schieße ich auch mal ein paar mehr. Die ersten 3-4 Körbe, wenn ich jetzt schieße, da mache ich auch mal 5, 6, 8, 10, 12 Pellets rein. Einfach, dass mal so ein bisschen das Geräusch kommt. Sag mal, die Karpfen sind an sich schon neugierig. Das rieselt dann und die hören das quasi rascheln, wenn die Pellets auf dem Wasser aufkommen. So hat man auch oft schnell dann mal ein Ergebnis. Haben jetzt gerade einen Schnurschwimmer wieder hier gehabt. Genau, und dann muss man natürlich immer schauen, je nachdem, wie viele Fische sind drin, wie sind meine Reihenfolge, das heißt, oder wie lang dauert es eigentlich, meine Frequenzen, wollte ich eigentlich sagen, bis ich einen Biss bekomme. Da muss man da auch ein bisschen variieren, wie viel man füttert, also ob man dann wirklich jedes Mal die volle Menge füttert oder auch mal weniger. Ich finde es immer ganz gut, mit eher weniger zu starten. Das heißt, immer so 3 bis 4 Pellets pro Schießen. Und dann eben da mal variieren. Das heißt, wenn ich sehr gut fange und kriege sehr viele Bisse, dann kann man das auch ein bisschen erhöhen, dass ich dann 5, 6 Pellets pro Schuss verwende. Ansonsten immer so, wie gesagt, so 3 bis 4 finde ich das eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir wieder so einen kleinen Spritzer. Die großen wollen anscheinend noch nicht so. Aber die kommen bestimmt auch noch. Wieder ein kleiner Karpfen. So, jetzt noch mal ganz kurz zum Rhythmus. Also ich fange immer so an, schieß Pellets. Und dann, wenn man irgendwann, sieht man die Ringe nicht mehr. Also wenn jetzt ein Pellets reinfällt, dann kommen ja so Ringe auf dem Wasser. Und wenn die Ringe nicht mehr da sind, das dauert meistens so, kommt immer drauf an, ich sag mal so 15 bis 20 Sekunden und dann schieße ich die nächsten Pellets. Ne? Also so alle 20, 30 Sekunden dann meine 3 bis 4 Pellets. Und wie gesagt, versuche ich natürlich immer so genau wie möglich auf einem Platz zu schießen, um eben nicht so ein riesen Feld zu haben, weil die Fische verteilen sich dann natürlich auch auf dem Feld und es wird schwieriger, den Fisch da zu fangen. Das wäre es eigentlich das erste Mal soweit. Wir angeln jetzt mal ein bisschen mit der Bomb und läuft ja schon ganz gut. Haben schon ein paar kleine Karpfen gefangen. Ich hoffe, da kommt auch mal noch ein größerer. Ansonsten machen wir dann mal einen größeren Hakenköder einfach dran. Dann machen wir mal einen 8 mm Pellet an den Haken und schauen, ob wir dann vielleicht einen größeren Fisch bekommen. Ansonsten machen wir jetzt erstmal so weiter, wie gerade gesagt. Also immer 3, 4 Pellets schießen.
dann ein bisschen warten und dann wieder oben drauf schießen. Und neu einwerfen würde ich dann, sag mal, wenn nichts bei ist, so alle 5 Minuten mal kontrollieren. Kann ja auch immer mal sein, dass der Haken oder der Köder irgendwo versteckt liegt, wo der Fisch ihn gar nicht finden kann. So geht man eben auf Nummer sicher, dass der Köder überhaupt fangen kann. Der Bombplatz, wo wir mit dem Blei angeln, da geht jetzt aktuell nichts mehr. Ab und zu sehe ich zwar noch einen Schnurrschwimmer, aber es ist weniger Aktivität. Wir haben ja ein paar kleinere Fische da gefangen. Jetzt wechseln wir mal auf die Method-Feeder und schauen mal, was der Platz bringt. Dazu muss ich jetzt noch ein Vorfach dran machen. Ich habe jetzt hier einen 14er MXC6 Haken, habe da einen kleinen orangen Dumble dran gemacht. Mache jetzt hier einmal noch das Vorfach kurz dran. Ich habe jetzt hier diesen Bead abgezogen. Da wird das Vorfach jetzt in diesen Haken unten gehängt und der Bead wieder drüber. Und somit ist das Vorfach quasi geschützt, dass es nicht weg kann. Und es ist eben auch eine gute Sache, weil ich ganz schnell mal das Vorfach wechseln kann. So, jetzt wird der Korb nochmal gefüllt. Ich mache jetzt noch einmal die Füllung mit Futter und Pellets. Wir haben jetzt schon länger da nicht mehr gefüttert. Noch mal ein bisschen eine Wolke reinkommt und dann beim nächsten Wurf ändern wir dann auf Pellets um. So, Pellet ist jetzt ein bisschen versteckt, der Dumble, aber wenn das jetzt ein paar Sekunden im Wasser ist, dann löst sich das oben auf und dann sieht man den Dumble schön mitten im Futter liegen, was eben auch der große Vorteil vom Method Feedern ist, die Präsentation an sich. Jetzt werfen wir mal aus drüben an den Busch, so, und schauen wir mal, ob hier jetzt was geht. So, auf dem Method Feeder, da haben wir jetzt einen schönen Biss gehabt. Den habe ich leider verloren, den Fisch. Hab jetzt gewechselt auf so einen Elasticated Method Feeder, dass ich einfach noch ein bisschen mehr Puffer drin habe, weil er direkt quasi drüben Richtung Busch wollte. Und genau, habe da jetzt quasi den mit Gummi verbaut, da habe ich noch ein bisschen mehr Puffer, bevor irgendwie das Vorfach reißen würde. Und habe jetzt direkt im nächsten Wurf, Korb hat jetzt vielleicht 2 Minuten gelegen, den nächsten Fisch dran. Und das scheint jetzt auf jeden Fall mal ein besserer Karpfen zu sein als die bisherigen, die wir hatten. Ich muss noch mal schauen, dass er hier neben nicht irgendwie abhaut. Da ist ein Schuppenkarpfen. Da sieht man jetzt auch den Vorteil von der kurzen Rute. Also der Fisch ist jetzt direkt nicht weit vom Setzkescher weg, also ganz nah am Angler. Man kann auch einen Teil kürzer fischen. Ich habe jetzt nur die 2 hinteren Teile von meinem Aquos Stab genommen. Die sind dann ein bisschen stabiler und so kann man eben auch ein bisschen besser dann einnetzen. Der Stab gibt dann einfach weniger nach. Manchmal hat man ja auch nur ganz kurze Zeit, bevor der Fisch wieder abtaucht und so kann ich den, wenn er dann mal kurz ruhig bleibt, schön einnetzen, recht nah am Angler, sodass ich eben auch keine Turnübungen machen muss. So kommt er jetzt direkt am Korb hoch, der ist noch nicht ganz müde. So, jetzt Amen. Ich
Die sind nicht so fotogen heute irgendwie, die wollen nicht. Jetzt haben wir den nächsten Karpfen dran, auch wieder auf die Method Feeder. Method Feeder haben wir jetzt zwei schöne Karpfen gefangen, einen verloren. Ja, noch zwei, drei kleine Skimmer gehabt dabei. Ist jetzt aber ruhiger geworden. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer mal wieder ein paar Pellets geschossen auf meine Bombspur und wechsle da jetzt mal. Habe jetzt mal die andere Rute wieder genommen, werfe da mal raus und schau mal, ob ich da vielleicht noch den einen oder anderen Fisch fange. Ja, jetzt fängt es schon langsam an, die sintflutartigen Regenfälle, die kommen sollen. Aber ja, wir halten schon noch ein bisschen durch und mal schauen, ob wir jetzt vielleicht auf der Bombspur noch mal den einen oder anderen Fisch fangen können. Da habe ich irgendwas Großes dran. So, jetzt haben wir hier nochmal einen richtig schönen langen Schuppenkarpfen. Richtig schöner langer Fisch. So, jetzt sind wir leider am Ende des Videos. Ich möchte noch mal kurz Resümee ziehen vom Tag. Am Anfang haben wir ja mit der Bombe angefangen, haben da auch ganz gut ein paar kleine Karpfen gefangen, mal einen Skimmer. War recht schnell Bewegung. Allerdings die großen Karpfen waren nicht am Platz, sind dann auf die Method Feeder, haben da direkt einen schönen verloren, zwei schöne Fische gefangen. Auch da ist es dann ruhiger geworden, immer mal wieder ein kleiner Fisch oder mal ein kleiner Karpfen dazwischen. Bin dann nochmal zurück auf die Bombrute, weil ich eigentlich dachte, da kommt mit der Zeit auch ein größerer Fisch. Das war heute leider nicht so. Die waren eher drüben am anderen Ufer im geschützten Bereich, die größeren Fische. Hab dann auch nochmal jetzt am Schluss einen schönen Schuppenkarpfen, einen schönen langen gefangen. War auf jeden Fall auch nochmal ein toller Fisch. Ja, an sich hoffe ich, hat es euch gefallen. War vielleicht wieder das eine oder andere Neue dabei. Könnt ihr euch auf jeden Fall gefasst machen auf die nächsten Videos. Wir haben da
eine schöne Challenge geplant für mich. Wird auf jeden Fall unterhaltsam, denke ich, und auch sehr anspruchsvoll für mich werden. Ja, seid gespannt. Mehr dazu gibt es dann im nächsten Video. Und bis dahin viel Spaß am Wasser und Petri heil.